Liebe Crowd, ich bin so stolz und so happy, verkünden zu können. Wir haben es geschafft. Die 18.000 Euro sind drin für das D-Scholarship. Ich werde der erste Mensch sein, der ein D-Scholarship bekommt. Und ich hoffe, ich werde nicht der Letzte sein. Und wie das passieren soll, Luke, Papa kann man nicht deiner. Luke, warum kannst du das? Ja, mein Sohn ist auch gerade mit mir hier. Wir sind übers Wochenende in Dänemark zu einer Hochzeit eingeladen. Deswegen diese Idylle hier im Hintergrund. Wir sind in Dänemark. Ja, wie es weitergeht, wie man das macht, dass auch andere so ein D-Scholarship bekommen können, das würde ich gerne mit euch diskutieren. Aber vor allem würde ich als allererstes demnächst jetzt... Janglo! Vor allem würde ich als allernächstes ein Video machen, ein Spot, so eine Art Image-Spot, so einen 90-sekündigen Spot, wo wir das die Scholarship nochmal auf Englisch darstellen. Und hierzu brauche ich eure Hilfe. Ich suche 7, 8 Stimmen von Menschen, die folgenden Satz sagen. If I had 1 year off, I would... Also, I would build a school, oder I would build a chair, oder I would... hang out the whole year with my family oder was auch immer. Wenn es geht, in Englisch. Okay? Also sendet mir bitte dieses Video maximal 30 Sekunden, also ein Satz sind ja auch nur so 7 bis 14 Sekunden ungefähr, an prime@web.de, 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 und dann machen wir daraus einen Spot und den zeigen wir dann am 30. August in Berlin im Rahmen des People in Beta Festivals im Beta House. Also sendet mir euren Spot. Was würdet ihr tun mit einem Jahr frei?